Ja, schönen guten Abend an alle. Vielen Dank für die Einladung an die Reihe von, also die ganze Veranstaltung, ich kann sie hier nicht alle nennen. Schön, dass ich wieder im Süden bin. Es schneit gerade. Ja. Ich habe denen erzählt, die habe ich noch nicht mehr gesehen, dass ich bei einem ersten Vortrag, den ich in Deutschland gehalten hatte, in Osnabrück damals an der Universität, wollte ich immer schauen, wie schön der Schnee ist. Und niemand fand das so wichtig, sondern die wollten, dass ich weiter vortrage. Vielleicht habe ich heute wieder das Problem. Es ist aber dunkel, ich werde ja wenig sehen. Also, ich werde hier mein Schwerpunkt auf zwei Themen legen, die vielleicht nicht immer so zusammenpassen. Zunächst ist es das mit der Gentechnik, was ja auch schon hier erwähnt wurde oder auf dem Titel der Veranstaltung auch steht. Brasilien muss nicht wiederholen. Also Deutschland muss nicht wiederholen. Europa muss nicht wiederholen. So, wer aus anderes Land ist oder wir selber, sollte nicht das wiederholen, was wir schon wissen, dass es nicht funktioniert. Und das ist der erste Teil des Vortrages. Ich werde da versuchen zu erläutern, warum diese Technik nicht funktioniert. In meinem Buch ist es vielleicht nochmal schlimmer präsentiert, das heißt ja die Saat des Bösen. Das Böse daran ist, dass sie nicht funktioniert. Oder dass es gentechnisch verschlechterte Pflanzensorten sind, die man dadurch erreicht hat. Das sage ich jetzt nach einem Resümee, also nach einer Zusammenfassung der 10 Jahre des 10-jährigen Gentechnikanbaus in Brasilien. Wir hatten vor kurzem in Curitiba ein Bundestreffen, um diese 10 Jahre wieder zu analysieren. Und der zweite Teil ist, was sich im Land so bewegt oder welche Alternativen es gibt und was man da tun kann, das vielleicht doch für andere Länder auch Beispiele sind oder ich würde sagen gute Erfahrungen sind, auf die man zugreifen kann. Wenn es nicht reicht mit der Zeit des zweiten Teiles, dann machen wir es trotzdem in der Diskussion. Okay? So, das erste bei der Frage, warum diese Technik nicht funktioniert, hat schon vielleicht mit diesem Bild zu tun. Sie sehen da eine Pflanze. Diese Pflanze heißt Soja. Man könnte so eine Plantage in Brasilien bis auf 280.000 Hektar hier zeigen, dann würde das nicht ins Bild passen. So eine Pflanze auf so vielen Hektar anzubauen und da nochmal zu hoffen, dass da keine technischen Probleme entstehen würden nach 10, 20, 30, 40-jährigen Anbau in der Form einer Monokultur. Dass die Gentechnik jetzt genutzt wird, um Teile dieser Probleme zu lösen, die diese Monokultur ja selbst hervorbringt, ist auch Teil des Problems. Denn man geht davon aus, dass die Technik oder die Wissenschaft sogar, so übertrieben ist das, dass die Wissenschaft die Lösung sei, damit man weiter Monokulturen in dieser Form in Brasilien betreiben kann. Die Hoffnung ist natürlich auch für die Bauern, die da sich wünschen, mit den technischen Problemen zurechtzukommen. Da gibt es schon ein Problem im Gedanken, also bei der Vorgehensweise. Und wenn man diese Vorgehensweise akzeptiert, dann akzeptiert man auch die meisten Argumente, die dann auch in den großen Medien immer wieder stehen, zum Beispiel, man müsste ja jedes Jahr diese Fläche nochmal vergrößern. Ne? Also es ist immer noch nicht genug.
Man musste immer mehr pro Hektar Ernte und um die Kosten, die dann durch den Einsatz dieser Technik entstehen, müsste man dann nochmal weiter auf Konkurrenz setzen, damit man weiter in der Landwirtschaft tätig bleibt. Die Technik, die man als Gentechnik bezeichnet, hier habe ich sie als Agrogentechnik bezeichnet, ist eine Form von Technik, die auch auf eine bestimmte Weise voraussetzt, dass man die Natur beherrschen kann. Nicht nur die Natur, sondern dass man auch alle Lebensweisen oder Lebensarten, die es auf der Welt gibt, so konstruieren könnte, damit man die Einflüsse oder die Reaktionen der Natur, die durch solche Formen der Landwirtschaft entstanden sind, wieder in ein Gleichgewicht bringt. So reduziert ist es, dass man glaubt, durch die Veränderungen an Genkonstrukte, also Genen, die zuständig sind für bestimmte Eigenschaften, wenn man da ein Teilchen rausschneidet auf einem Lebewesen und das wieder einbaut in einem anderen Lebewesen, würde man eine neue Form von Pflanzen aufbauen, die manche sogar als verbesserte Pflanzen bezeichnen. Also diese Art der Pflanzenzüchtung, die in der Natur noch nie zu sehen war, bevor man diese Technik angewendet hat, also bevor man durch bestimmte Enzyme, die so wie eine Schere funktionieren, ein Stückchen der Desoxyribonukleinsäure, also des Erbgutes eines Lebewesens, ausschneidet und das dann durch Agrobakterien, die Tumor verursachen, wieder einbaut in einem anderen Lebewesen und die nochmal aktiviert durch den Einbau von bestimmten Promotoren, dass man durch diesen Prozess, was ich lieber als transgene Pflanze bezeichne, weil es in der Natur nicht so geht, denn das sind ja Lebensarten, die sich kreuzen, also die gekreuzt werden, in der Natur sich nicht kreuzen. Diese Art der Pflanzenzüchtung geht von einer Theorie aus, und das ist auch eine Wissenschaftstheorie, nicht nur bei Naturwissenschaftlern, die das Netzwerkartige ignoriert. Also man stellt sich ein Szenario vor, in dem man diese Gene ausschneidet und wieder einbaut, und glaubt, dass man dadurch keine anderen Veränderungen hätte, als die man sich erwünscht hat. Das ist schon der erste Gedankenfehler. Denn alles in der Natur ist netzwerkartig. Das wäre eine totale Ausnahme zu sein, dass jetzt die Desoxyribonukleinsäure, also das Erbgut, nicht netzwerkartig funktionieren würde. Und dass diese Kombination nur zu einem bestimmten Effekt führen könnte. Also den man erwünscht. Hier hat man eine Pflanze gebaut, die in der Lage ist, eine Dusche von Glyphosat zu ertragen. Also man kann Glyphosat, ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel, der alles vernichtet, angeblich, ne, jetzt nicht mehr alles, vieles ist schon resistent geworden. Man hofft, dass man durch diese Pflanze eine erleichterte Unkrautvernichtungsmöglichkeit hat, dass man durch den Einsatz von Glyphosat es den Bauern erleichtern würde, das Unkraut zu kontrollieren, indem man auf die Soja spritzt und die Soja stehen bleibt und alle Pflanzen herum tot sind. Das ist schon wieder die zweite Frage dieser Wissenschaftstheorie. Man glaubt, dass die Ausrottung oder die Vernichtung von Lebensarten dazu führen könnte, dass man besser in der Landwirtschaft produziert. Ich hatte das mal so beschrieben, die Methode setzt auf Töten. Oder die basiert auf Töten. Also
Diese Art des Eingriffes hat schon von vornherein ein Problem. Und das ist, das Problem ist zu begreifen, wie die Natur eigentlich funktioniert. Man ignoriert es. Man will auch gar nicht verstehen, warum Pflanzen zu Unkräuter werden, warum bestimmte Insekten zu Schädlingen werden, warum bestimmte Krankheiten überhaupt entstehen. Diese Frage wird nicht gestellt. Man stellt eher die Frage, wie vernichtet man diese schlimmen Schädlinge? Oder wie vernichtet man bestimmte Pflanzen, die wir als Unkräuter bezeichnen? Und produziert vielleicht neue Unkräuter, wie zum Beispiel das Soja selbst, wenn man danach Mais anbaut. Und dann kann man nicht mehr durch einen gentechnisch veränderten Mais, der auch herbizidresistent ist, diese Soja bekämpfen. Also das Soja wird zum Unkraut beim Mais. So haben wir aus der Soja Unkraut gemacht. Also das kann man dann auch nochmal als Widerspruch sehen, denn man stellt sich ja vor, dass es möglich sei, nur Soja anzubauen, nur eine Pflanze zu haben, oder Mais anzubauen und nur Mais zu haben, und dass es da gar keine anderen Insekten mehr geben soll, gar keine anderen Pflanzenarten mehr, nur mehr eine Lebens, ein Leben, also eine Lebensart, ein Lebewesen. Diese Theorie ist vielleicht das, was dazu führt, dass man hier neue technische Probleme hat, zunehmende neue technische Probleme. Ich könnte auch sagen, man hat viel mehr Probleme jetzt zu lösen, nachdem man die Gentechnik benutzt hat, als vorher. Welche Probleme es sind, das wissen wir auch schon in der Erfahrung der Landwirtschaft. Wenn wir jetzt nur noch Glyphosat spritzen und das 10 Jahre lang, ich habe jetzt noch 20 Jahre geschrieben, weil es geht nicht nur um Brasilien. Ne? 10 Jahre haben wir in Brasilien die Erfahrung, Gensoja anzubauen. Wir wussten es schon aus der Erfahrung, dass hier Unkräuter entstehen werden, die eine Resistenz entwickeln gegen Glyphosat. Und dann war die Frage, was machen wir da? Die Frage ist jetzt zu beantworten. Die Wissenschaftler, die auch für diese Agrarkonzerne arbeiten, die haben eine Antwort. Man musste wieder andere Giftstoffe einsetzen, bei denen es nur noch ein Problem gibt. Sie seien verboten. Also es ist eine Chance, wieder verbotene Giftstoffe auf den Markt zu bringen. Bei uns heißt das 2,4-D. Das ist ein Zusatzstoff des berühmten Agent Orange. Das will kein Land der Welt, noch nicht mal die USA, aber bei uns steht es vor der Zulassung. Da ich ein Mitglied der Biosicherheitskommission bin, die für die Zulassung zuständig ist, kann ich es hier berichten. Ich kann es auch nur so berichten, weil die Dokumente sind alle geheim. Also Wissenschaftler haben keinen Zugang zu diesen Dokumenten. Und die einzigen Studien, die es gibt, um solche Pflanzen zuzulassen, sind die Studien der Konzerne, die geheim sind. Also so kann ich jetzt hier über diese Art von Soja berichten, die demnächst die neue Generation gentechnisch veränderte Soja sein wird. Vielleicht haben sich viele Bauern was anderes gewünscht bei der nächsten Generation. Es wurde ja immer von Pflanzen gesprochen, die resistent oder toleranter sind gegen Trockenheiten oder resistenter gegen salzigen Boden. Oder die Verbraucher haben sich eine Sorte Soja vorgestellt, die mehr Eiweiß enthält als die, die wir schon haben. Oder vielleicht mit weniger Öl oder mit weniger Allergien oder sowas. Nee, die nächste Generation heißt, wir nennen sie schon Orangesoja. Die Orangesoja ist nicht nur resistent gegen diesen Zusatzstoff von Agent Orange, sondern auch gegen
Glufosinat. Und gleichzeitig nochmal gegen Glyphosat. Also es ist eine Kombination an drei Herbizidresistenzen. Weil es nicht mehr reicht nur mit Glyphosat, dann muss man nochmal zwei andere Wirkstoffe einsetzen, die selektiv agieren. Ja? Obwohl man weiß, dass Glufosinat auch ein Totalherbizid ist, ist die Wirkung von Glufosinat nicht so stark bei Leguminosen, bei Hülsenfrüchten, sondern bei den zwei kahlblättrigen Pflanzen. Und deshalb muss man ja den Mais resistent machen, sonst würde man ihn ja auch vernichten. Also man muss beim Mais auch dieselbe Kombination anwenden. Wir haben den auch schon vor der Zulassung. Es wird auch ein oranger Mais geben. Beide sind von Daum AgroScience aus der USA. Also die sind resistent gegen Glyphosat, damit man weiter Glyphosat einsetzt, um alles zu vernichten. Da es nicht mehr alles vernichtet, hat man festgestellt, welche Pflanzen stehen bleiben. Und so hat man nochmal zwei andere Wirkstoffe, die selektiver agieren, eingebaut, als Resistenzen, also nicht die Gifte eingebaut, sondern die Resistenz, die resistenten Genkonstrukte, damit diese Pflanzen nicht durch diese Herbiziden vernichtet werden. Diese Kombination sei jetzt die Lösung für die Bauern, die nach 10 Jahren Anbau solche Probleme wie die hier vorweisen. Also sie haben ja zunehmend mit Unkräuter zu tun, die von vornherein nicht so erwünscht waren. Also man dachte gar nicht, dass es so dazu kommen könnte. Ich würde es ja vielleicht anders formulieren. Man wollte es nicht akzeptieren, dass das, was bei allen anderen Erfahrungen schon passiert, dass das auch hier passieren wird. Man dachte, dass die Theorie so super sei, man könnte im Labor ja feststellen, dass diese resistenten Pflanzen in der Lage wären, sich so zu entwickeln, dass man sogar dadurch höhere Erträge hätte, was ja gar nicht drin war. Und diese Wünsche, die waren dann so stark, und diese Hoffnung, Technik würde das ja der Menschheit ermöglichen, ohne Pestiziden oder mit weniger Pestiziden in diesem Fall Landwirtschaft betreiben zu können. Vielleicht war immer eine Lücke bei der Argumentation, dass gerade die Chemiekonzerne diese Sorgen entwickeln. Das heißt ja, indem die Erweiterung der Chemieproduktion stattgefunden hat, von Glyphosat, von Glufosinat, von 2,4-D, während das alles vorbereitet wurde, in einem riesigen Maße, man hat so viel in der Pestizidproduktion investiert und auf der anderen Seite sagt man, durch die Gentechnik hat man jetzt die Chance, ohne Pestiziden zu produzieren. So, da gab es ja schon eine Argumentationsfehler. Aber trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die glauben, die Agrarchemiekonzerne würden Forschungen entwickeln, um den Bauern zu helfen. Oder um die Probleme der Bauern da zu lösen. Also es ist ja andersrum gesehen, für die Agrarchemiekonzerne kein großes Problem. Wenn sie immer wieder in Technik investieren müssen, um neue Probleme zu lösen. Und es ist vielleicht auch für Wissenschaftler ganz toll, dass sie da immer was zu tun haben. Also es ist ja so in der Wissenschaft, dass man da fast nie arbeitslos wird. Man stellt ja immer mehr Fragen. Und man entwickelt immer neue Wissensbereiche. Dass man aber immer wieder neue Probleme verursacht, ist vielleicht nicht so toll. Damit man weiter Lösungen sucht. Also hier haben wir mit dieser Pflanze zu tun. Das ist ganz wichtig vielleicht, zu sehen, dass es da gar nicht mehr möglich ist, zu hacken, ne? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, da hier auszuroppen. Ne? Da sieht man diese helleren Pflanzen über die Soja, die wachsen da heraus
Diese Pflanze heißt Ponisa canadensis, das ist das brasilianische Unkraut, das man als kanadisches Berufskraut bezeichnet in Deutschland. Bei uns nennen die Brasilianer dieses Unkraut als Franzos. Das schlimme Unkraut taufen die als die Franzosen. Das schlimme Kraut, ne? Habe ich gestern Abend in einem Gespräch da in der Eifel oder näher an Trier gehört, dass das schlimme Unkraut immer als Franzosen bezeichnet wird. Okay. Das ist eine Variante der resistenten Unkräuter. Wir haben über 20 Sorten davon. Die unten hier, diese Wicke, Ipomoea sp, ist auch eine der sehr resistenten geworden Unkräuter. Und da gibt es dann nur noch die Chance, mit der nächsten Generation von gentechnisch veränderten Pflanzen diese Unkräuter zu kontrollieren. Die andere Variante, die vielleicht auch sehr bekannt ist weltweit, sind die sogenannten insektenresistenten Pflanzen. Das ist die zweite Variante, mit der nochmal eine Anrufung verbindet wird, ohne Pestiziden Insekten bekämpfen zu können, indem man Giftpflanze entwickelt. Also man entwickelt eine Maispflanze, die ein Toxin produziert gegen Raupen, zum Beispiel gegen den Maiszüchter. Und das soll ja auch sogar präventiv als Lösung dienen. Ne? Ich habe es mehrmals erlebt, dass in Regionen in Deutschland, wo der Maiszüchter noch nicht mal ein Schädling ist, sollte man sich schon mal vorbereiten mit einem Mais, der ja vielleicht für die Zukunft eine Chance sei. Das Problem dabei ist auch, dass die Wissenschaftler wiederum nicht verstehen wollten, viele von diesen Wissenschaftlern, dass es Insekten gibt, die es wiederum schaffen, resistent zu werden gegen diese Toxine. Ich hatte mehrere Podiumsdiskussionen in Deutschland und es gibt immer wieder auch Parlamentarier hier, die auftreten und die sind sich so sicher, das würde es ja nicht geben. Da es viele Berichte gegeben hat über das, was in Brasilien derzeit stattfindet, habe ich das hier auch eingebaut, um zu erläutern, was das genau ist. Also hier haben wir mit einer Raupe zu tun, die völlig resistent ist gegen das Betretoxin. Diese Raupe heißt auf Deutsch Baumwollkapseleule. Für die Spezialisten heißt das Helicoverpa armigera. Und es gibt auch keine anderen Pestizide im Lande, die in der Lage wären, diese Raupe jetzt zu bekämpfen. Noch schlimmer ist es, dass sie nicht nur Mais frisst. Sie frisst alles, was wächst. Sogar Unkraut vielleicht. Also es gibt auch keine große Chance jetzt hier mit Fruchtfolger. Und wir haben hier mit einem super Schädling zu tun. Und wir hatten ja schon in der Vergangenheit diese Befürchtung, super Unkräuter zu entwickeln oder auch super Schädlinge. Derzeit haben wir hier ein super Schädling. Der Bericht kam schon im März in diese Zeitschrift. Und als das bekannt wurde, dann hatte man versucht zu erklären, warum dann jetzt diese Raupe da so ein Schädling ist. Man hat nochmal versucht, andere Erklärungen zu finden, außer die, die wir eigentlich in der Wissenschaft schon kennen. Also anstatt zu verstehen, warum so eine Raupe eine Resistenz entwickelt, versucht man vielleicht einen zu beschuldigen, warum überhaupt es dazu gekommen ist. Man kommt auf die Idee zum Beispiel zu denken, dass diese Raupe da eingeschleppt wird. Das ist auch so eine typische Aussage für Schädlinge. Bemerkenswert ist es, dass gerade die Gentechnikbefürworter jetzt so eine Art wie
wie sagt man das, Verschwörungstheorie hier präsentieren. Da jetzt einer aus der Schweiz ist, dann kann ich da auch noch schön sagen, es wird hier den Verdacht bestehen, es könnte denn vielleicht Syngenta gewesen sein. Warum jetzt der Verdacht? Weil es Syngenta einer der ersten BT-Meißer auf den Markt gebracht hat. Ich weiß nicht, ob man sich noch an den BT 176 erinnert. Im Jahr 2002, 2003 durch das Roland-Koch-Institut zugelassen. Ich weiß gar nicht, wie damals. Dann gab es ein paar Bauern, die da angebaut hatten. Zum Beispiel Gottfried Glückner, da in Hessen. Und diese Mais gibt es gar nicht mehr, glaube ich, auf dem Markt. Und dann später hat sich Syngenta aus dem Maisgeschäft herausgezogen. Ne? Die haben dann eher in Medikamenten und Chemikalien investiert. Und nach dieser ganzen Zeit kommt jetzt eine tolle Lösung für diese Raupe. Das einzige Produkt, das in der Lage wäre, es zu vernichten, heißt Emamectin-Benzoat. Und wer es produziert? Syngenta. Also ist doch eine tolle Theorie, ne? Also ist nicht die Theorie, die ich jetzt vertreten würde. Also es ist eine Erklärung, die auf den Verdacht von Biopiraterie basiert. Ich dachte mir so, ich bringe mal so eine Raupe mit, damit wir mal schauen, was das für eine Raupe ist. Dann würde ich auch vielleicht dafür beschuldigt, dass man da Raupen herumschleppt weltweit. Dann könnte ich vielleicht gar nicht hier sein, wenn ich sich das jetzt alles beantworten vor Gericht, was ich mit dieser Raupe da mache. In einem Flugzeug oder so. So, diesen Verdacht wieder als Erklärung zu akzeptieren, ist etwas schwierig. Das brasilianische Bundesministerium für Landwirtschaft hat eine andere Erklärung. Die sagen, dass ein großer Grund dafür sei, dass das jetzt ein Schädling geworden ist, diese Pflanze, ist, dass der vorherigen Fressfeind, den wir eigentlich als Nützling bezeichnen könnten, der sogenannte Heerwurm, Spodoptera frugiperda heißt das für die Spezialisten, dass man durch BT-Toxinen den vernichtet hat. Denn es ist ja bekannt, BT-Toxine zerstören, also vernichten nicht nur den Mais-Toxin. Es ist eine Reihe von Würmern, von Schmetterlingen, von anderen Insekten, die davon betroffen werden. So haben wir jetzt einen Eingriff in das Ökosystem. Ich versuche diese Theorie jetzt mal teilweise so zu vertreten. Ich bin ja kein Vertreter des Bundesministeriums für Landwirtschaft, aber das ist die Theorie, die jetzt dann auch sehr stark vertreten wird. Man müsste es wieder schaffen, dass wir diesen Heerwurm zum Leben bringen oder ein Teil der Maissorten gentechnikfrei produzieren würden, so als Schutzzone, damit man den Fressfeind oder den Nützlinge oder den Heerwurm wieder zum Leben bringen. Das ist auch eine tolle Idee. Hatten wir aber ja schon. Ne? Der Heerwurm war ja da, wir haben ihn als Schädling bezeichnet, wir haben dann ihn bekämpft, so gut bekämpft, dass er nicht mehr da ist und jetzt kommt ein anderer Schlimmer. Dass die Natur immer noch so ist, ne? Das ist etwas Komisches. Das könnte ja anders sein. Ne? Die Natur würde mal endlich erkennen, wie die Wissenschaftler schlauer geworden sind und das alles beherrschen konnten im Laufe der Zeit. Aber die Natur ist immer noch so. Ne? Wie der Goethe mal früher sagt, die schlägt immer zurück. Ne? Das ist immer noch so. Naja, vielleicht ist die Vorgehensweise falsch und das ist ja meine Hypothese. Also wir wissen, dass diese Vorgehensweise, Monokulturen zu produzieren, eine größere Anfälligkeit zu ermöglichen durch die Gleichförmigkeit, damit sich Schädlinge entwickeln, dass das eigentlich eine Reaktion der Natur ist auf diese Art von Landwirtschaft, die nicht nachhaltig ist. Und je mehr wir da eingreifen, umso mehr Probleme produzieren wir. Ja, von Seiten der Bauern oder der Konsumenten gesehen oder der Zivilgesellschaft insgesamt würden wir sagen, das ist nicht nachhaltig. Von Seiten der Konzerne ist es vielleicht nicht nachhaltig oder kein nachhaltiges Geschäft, wenn man keine Probleme mehr in der Landwirtschaft hat. Es ist dann andersrum auch ein Problem, keine Chemie einsetzen mehr zu müssen. Das wäre vielleicht auch eine Ruine oder ganz schlimm, oder könnte man auch so sehen, ne, von einem anderen Standpunkt her.
Da ich nicht diesen Standpunkt verfolge, wissen wir, dass hier dieses Netzwerkartige wieder dabei drin ist. Also, wenn wir versuchen, dieses Netzwerkartige, diese netzwerkartige Entwicklung der Natur zu verstehen, dann werden wir auch keine Lösung finden. Diese Raupe da, die hat es geschafft, nach mehreren Jahren Anbau gentechnisch verändertem Mais, wir haben da 18 Sorten zugelassen, verschiedenen Varianten, die Insektenresistenzen mit Herbizidresistenzen kombinieren. Und diese 18 Sorten, die wir im Anbau haben, 80% des Maises in Südbrasilien derzeit, haben uns diese Probleme jetzt vorgebracht. Wie können wir mit dieser Frage umgehen? Vielleicht sagen schon ein paar Bauern, wir müssen jetzt aufhören, Mais zu produzieren. Und wir werden uns nochmal nur auf Soja konzentrieren. Bei der Soja haben wir aber jetzt auch die neue Generation, in der man Intacta 2 präsentiert. Intacta ist eine Soja, die auch Insekten vernichten soll, indem sie auch ein BT-Toxin hat. Also dasselbe hier im Grunde. Und dasselbe hier ist auch bei Mon 810, ist auch bei diesen 1507, es ist diese Insektenresistenz, die nicht mehr funktioniert. Und das andere bei Glufosinat kennen wir ja auch schon. Und bei Glyphosat auch. Und bei Agent Orange machen wir vielleicht mal einen Neuversuch. Das Schlimme bei dem Agent Orange 2,4-D ist ja auch, dass es sehr viele andere Lebensarten zerstört, besonders Früchte. Also es verdünstet sehr schnell und es geht sehr weit, dieses Wirkstoff. Ich sage jetzt nur mal, was die Vielfalt von Pflanzen betrifft. Es verhindert es den Bauern, anderen Pflanzen anzubauen, wie zum Beispiel Weinreben. Also es zerstört die Weinproduktion, die im Süden sehr stark ist, und Kilometer weit, so dass viele Kommunen diesen Stoff auf kommunaler Basis verboten haben. Wenn es aber jetzt mit Flugzeug gespritzt wird, erhöht sich nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein ganzes Gebiet da verseucht wird. Und ganz wichtig, die Bauern, die dann keine gentechnisch veränderte Soja kaufen, die resistent ist gegen diese Giftmittel, die werden dann auch keine Soja mehr produzieren. Dieser Agent Orange zerstört ja auch die Soja. Also es ist wieder ein Zwang. Man muss dann diese Sorten kaufen. Diese Sorten kosten dann mindestens 5-mal mehr als die anderen. Das heißt, die Bauern werden gezwungen, hier zunehmend neue Produkte einsetzen zu müssen. Sie werden gezwungen, zunehmend dafür zahlen zu müssen. Nur beim Saatgut haben wir eine Erhöhung der Preise erlebt in den letzten 10 Jahren von 246%. Und nur für Agrargifte gibt ein Bauer heute 60% der Betriebskosten aus. So hoch war es noch nie beim Pestizideinsatz. Wir haben es jetzt geschafft, Weltspitze auch da zu sein. Wir haben den höchsten Pestizidverbrauch der Welt. Umgerechnet auf jeden Einwohner pro Jahr, das, was wir pro Jahr einsetzen an Gift, nur gemessen an den offiziellen Zahlen der brasilianischen Pestizidindustrie, dann kommen wir auf 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Ich habe das dann mal mit. Das ist Weltspitze. Also in Brasilien hat man 5,2 Liter Gift. Verzehr, Konsum pro Einwohner, pro Jahr, das ist mehr als Wein. Also man verbraucht mehr Pestiziden als Wein, so in Liter gesehen pro Einwohner. Das heißt, dass in der Landwirtschaft viel mehr
da ist, besonders im Wasser, auch von Nahrungsmitteln. Und das heißt ja auch, dass diese Pflanze mit Rückständen auch dann beim Export eine wichtige Rolle spielen, denn wir haben bei den gentechnisch veränderten Pflanzen bei der gentechnisch veränderten Soja bis zu 33 Milligramm Glyphosat pro Kilo. Das ist immer noch viel mehr, als es zugelassen wurde in Brasilien. Da muss man nochmal zurück auf die Geschichte. 2004 hat man die Gensoja zugelassen. Und damals war es nach wissenschaftlichen Studien festgelegt, dass man nicht mehr als 0,2 Milligramm pro Kilo als Rückstände von Glyphosat haben dürfte. Man geht davon aus, dass man dann 1 Liter pro Hektar spritzt. Das ist die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, die auch von Monsanto so vorgestellt wird. Derzeit haben wir bis zu 33 Milligramm pro Kilo. Nachdem man die Gensoja zugelassen hat, am selben Tag in der Nacht, komisch immer das in der Nacht, am nächsten Tag hat die brasilianische Regierung durch die Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, die Gesundheitsbehörde, die auf Druck der Lobbyisten der Agrarindustrie diese Rückstandsgrenzen von 0,2 Milligramm auf 10 Milligramm erhöht. Das ist 50 Mal mehr, es reicht aber immer noch nicht, denn wir haben jetzt bis zu 33 Milligramm pro Kilo, denn man spritzt ja im Durchschnitt 5 Liter pro Hektar derzeit. In Argentinien ist es noch schlimmer, man spritzt da 8 bis 14 Liter pro Hektar. Diese Geschichte zeigt uns auch, dass die Soja dieses Glyphosat aufnimmt. Glyphosat verhindert oder hemmt das Aminosäurestoffwechsel bei Pflanzen und durch diese resistente Bakteriekonstrukten hat man es geschafft, dass die Soja nicht mehr dieses Prozess erlebt. Aber sie nimmt trotzdem das Gift auf. Und dieses Gift bleibt drin und kann man bei den Soja Körner feststellen. Bei mir ist dann die entscheidende Frage, ist es auch so, dass die Soja mit bis zu 33 Milligramm pro Kilo Rückstände von Glyphosat so in Europa ankommen? Die Frage stelle ich mir schon seit 6, 7 Jahren, glaube ich. Ich gehe immer noch davon aus, dass es vielleicht einen Unterschied geben könnte, wenn sie abgeschickt wird, ne? Und wie sie hier ankommt. Als Wissenschaftler muss ich ja hier eine Untersuchung haben, vor Ort. Ich kann sagen, wie sie dort abgeschickt werden. Ich kann aber auch nicht sagen, wie sie hier ankommen. So, warum ist es so, dass wir hier keine Studie haben oder keine Angaben dazu haben? Wie viel Rückstände von Glyphosat hat diese Soja aus Brasilien, wenn sie hier ankommt? Und das ist dann auch wichtig zu verstehen, was würde passieren, wenn eine Kuh oder ein Schwein oder ein Huhn diese Körner dann in der Form von Sojaschrot aufnimmt. Ja? Zwischenfrage. Seit 98 ist in Europa 20 Milligramm Rückstände zulässig. Stimmt das? Man sagt es, ja. Man hat es nach diesen ganzen Berichten von Glyphosat im Fernsehen auch immer wieder gehört, dass das die Grenze sei. Ne? Ob das jetzt aber kontrolliert wird, habe ich bei keinem Bericht gesehen. Denn die nächste Frage war ja, haben Sie diesen Studien? Ja, das ist ja meine Frage. Wie viel ist es überhaupt? Dass die Grenze bei 20 Milligramm liegt, ist ja dann eine gesetzliche Frage. Man kann das ändern. Ne? In Brasilien erhöht man es, wenn das ein Problem ist. Also man macht das so einfach, man ändert noch dann die Gesetze. Ne? Macht man vielleicht hier auch. Ne? Vielleicht, sage ich Ihnen, ich kenne mich ja nicht so aus. Im Moment ist das Problem, denn ich weiß, im Schiff von der Leitung bleibt man unsere Lizenz. Ja. Okay. Ja, sie ist aber auch über der Rückstandsgrenze, wenn ich von 33 Milligramm spreche. Es könnte aber sein, dass es bei 20 bleibt nach 14 Tagen Verschiffung. Weiß ich nicht. Also es gibt die Studie nicht und ich glaube, da müsste man schon mal eher Druck machen. Denn da gibt es ja auch diese Lücke. Ne? Man hat diese Gesetzlücke, dass Tierprodukte nicht gekennzeichnet werden, wenn sie diese Soja gefressen haben. Ne?
Und dann weiß man auch nicht, welche Konsequenzen das auf Menschen haben kann, wenn man diese Produkte dann auch konsumiert. Immer wieder sagt man dann auch, es gebe ja keine Langzeitstudien, um festzustellen, ob das überhaupt der menschliche Gesundheit schadet. Langzeitstudien heißt, dass man mindestens über ein Jahr, zwei Jahre oder das Lebensdauer eines Lebewesens versucht festzustellen, welche Veränderungen es an Organen gibt. Noch besser ist es so in der brasilianischen Gesetzgebung, man müsste mehrere Generationen untersuchen. Und auch Tieren, die tragend sind, also die tragenden Tiere, damit man vielleicht auf bestimmten Ergebnissen kommt, die wichtig wären, um zu analysieren, was das beim Mensch anstellen könnte. Es ist ja nicht in allen Ländern erlaubt, dass man da mit menschlichen Embryonen forscht. Ich weiß, dass es in Frankreich möglich ist. So gab es in Frankreich Studien von einem Professor Serralini schon länger mit menschlichen Embryonen. Er hat festgestellt, dass Glyphosat und auch Glyphosinat, also diese Giftsubstanzen, die man bei der herbizidresistenten Pflanzen einsetzt, dass die einen Einfluss haben könnten, auch auf menschliche Embryonen. Inwieweit es den menschlichen Erwachsenen oder Kindern oder sowas schadet, ist schwer zu messen, weil wir haben die Kontrolle ja nicht. Wir wissen ja nicht genau jetzt, wer hat gegessen, wer hat nicht gegessen. Obwohl es so ein Feldversuch ist weltweit. Ne? Man macht das so wie bei Versuchskaninchen. Die Menschen werden da seit 20 Jahren mit solchen Sachen schon ernährt. Und obwohl man weiß, dass die meisten Krankheiten ernährungsbedingt sind in dieser Zeit, anders als in der Vergangenheit, als es mit Hygiene und anderen Problemen zu tun hat, die meisten Krankheiten als dazu, kann man jetzt nicht behaupten, es sei aufgrund der gentechnisch veränderten Pflanzen, zum Beispiel in den USA, dass so viele Krankheiten wie Krebs und andere Erkrankungen erscheinen. Im Jahr 2012 hat es dann endlich die erste Langzeitstudie gegeben. Ich glaube, die ist auch bekannt für die meisten. Ich habe sie hier nochmal in den schönen Bildern, die dann immer wieder kritisiert wurden. Man wollte ja nicht, dass der Serralini diese Bilder so zeigt. Also Berichten dazu wären ja nicht so schlimm. Das Schlimmste daran wären ja diese Bilder. So, das sind Bilder von Ratten, die 24 Monate mit einem bestimmten GD-Mais gefüttert wurden, der Mais NK603 von Monsanto, ist in Brasilien zum Beispiel zugelassen. Und auch mit einem Teil Glyphosat. Kontakt hatten die Ratten und man hat festgestellt, dass bei beiden Situationen Tumoren entstehen. Also sowohl durch Kontakt mit Roundup, was eigentlich schon längst bekannt ist. Also das mit Roundup ist vielleicht nicht das Neueste hier, also mit Glyphosat, das wusste man ja auch schon von Malatesta aus Italien, sogar von Eliane Dalla Grave aus Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Es gibt eine Reihe von Studien, die haben das schon mal bewiesen. Die hatten aber nicht die Bilder der Ratten so in den Zeitschriften. Aber das Neueste hier ist, der hat ja auch ein Mais untersucht, ohne dass man jetzt den Kontakt mit Glyphosat hier berücksichtigt als Problem, sondern es ist der Mais an sich, also dieses Toxin, GT. Das war ja auch eine entscheidende Frage. Denn zum Beispiel bei der Zulassung dieses Maises geht man immer davon aus, dass es nicht unsere Aufgabe sei, den Glyphosat zu prüfen. Das sei eine Aufgabe einer anderen Behörde, obwohl die Zulassung, die es ermöglicht, dass man dieses Giftstoff auf die Pflanze spritzt, dadurch entsteht. Ne? Und dann durch diese Zulassung erst dann die Rückstandsgrenze erhöht werden und dann der Druck auf die anderen Behörde gemacht wird, damit es dort auch zugelassen wird.
Sonst hätte es ja keinen Sinn, so eine Pflanze zuzulassen. Also schränkt bei uns an in der Biosicherheitskommission, aber man sagt, dass es jetzt nicht unsere Aufgabe ist, weil Glyphosat zu messen. Unsere Aufgabe sei es, zu sehen, ob dieser Mais an sich nur als der Mais oder die Soja, auf die man jetzt kein Glyphosat gespritzt hat, was ja völlig unrealistisch ist, was es auf dem Markt gar nicht gibt. Aber nennen wir jetzt nur mal den Mais. Und das ist auch das Neue bei dieser Studie. Man hat ja dann den Mais auch als eine, ein Mais, also MK603, hier ein Toxin, ein Gift, eine Giftpflanze den Ratten gefüttert und festgestellt, dass es diese Tumore gibt. Naja, was war dann die Reaktion der meisten Wissenschaftler weltweit? Vielleicht ist das auch bekannt. Ich weiß, dass vor kurzem in Stuttgart eine Veranstaltung stattgefunden hat und dass das hier auch wieder eine Streitfrage war zwischen einem Herrn Jani und Seralini und das behauptet würde, dass hier immer wieder rum diese Studie nicht genug wissenschaftlich sei. Dann, wenn wir auch davon ausgehen würden, dass diese Studie noch nicht abgesichert sei oder es noch mehrere Studien braucht, ist ja andererseits immer wieder die Frage, gibt es dann anderen? Warum machen wir dann nicht anderen? Warum gibt es nicht mehr unabhängigen Studien? Denn auf der anderen Seite gibt es für die Zulassung nur die Studien von Monsanto selbst. Und das waren 6-wöchige Fütterungsversuche. Also hier hat Seralini festgestellt, ab dem 4. Monat kann man erst die Veränderungen feststellen. Und wenn man bei 6-wöchigen Studien sagt, das reicht aus, um zu sagen, dieser Mais sei so sicher wie der andere Mais, dann hat man hier mindestens mit einer gesetzlichen Voraussetzung zu tun. Man müsste hier eine Revision diese bisher zugelassenen Sorten, die auf 6-wöchigen Fütterungsversuchen basierten, jetzt ermöglichen. Das hatten wir in Brasilien versucht. Es wurde abgelehnt. Man bräuchte keine neuen Studien, denn hier sei es keine neue Studie. Es sei eher eine alarmierende Nachricht in den Medien. Und man hätte hier falsche Rassen von Ratten benutzt. Denn diese Ratten seien ja tendenziell für Tumor schon bekannt, Tumorentwicklung. Ja, genau deswegen nimmt man diese Ratten, um vergleichen zu können. Und die Studien von Monsanto, um diese Sorten zuzulassen, waren auch basiert mit Ratten von dieser Rasse. Also um sie zuzulassen, ist es dann wissenschaftlich die beste Rattenrasse. Und die kritische Studie sei nicht wissenschaftlich, weil sie diese Rasse nennt. Und von der Zeit her, also 2 Jahre Fütterungsversuch, ist da hier mindestens die Anregung, man müsste ja eine Vergleichsstudie durchführen. Die gibt es nicht, in keinem Land der Welt. Warum es so schwierig ist, Wissenschaftler zu finden, die solche Studien durchführen würde, hat dann vielleicht auch damit zu tun, dass das vielleicht gar nicht im Interesse der meisten Universitäten, Forschungseinrichtungen weltweit liegt. Und das ist dann ein anderes Problem. Das ist auch schon das Problem von Wissenschaft selbst weltweit. Ob man dieser Wissenschaft noch vertrauen kann. Und noch schlimmer vielleicht, ob man den Wissenschaftler, die in den Kommissionen sind, die sollte zulassen, ob die überhaupt noch vertrauenswürdig sind. Ob man diesen Entscheidungen auch noch vertrauen kann. Denn ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass alle bisherigen Zulassungen für gentechnisch veränderte Pflanzen in Brasilien, und das sind bisher 5 Sojasorten, 18 Maissorten, 11 Baumwollsorten, eine Schwarzbohnen, eine Moskito gegen Denguefieber, also ein Moskito, der andere Moskito sterilisieren soll, 2 Impfungen und eine Rebehefe. Weinhefe. Bei allen diesen Zulassungen
hatte man ausschließlich auf Studien von den Konzernen selbst vorgestellten Studien basiert, um sie zuzulassen. Also alle Studien sind auf dieser, alle Zulassungen sind auf dieser Studie basiert. Noch schlimmer vielleicht, dass die Regeln, die man heute gesetzlich vorgegeben hat, auch in Vereinbarung mit diesen Konzernen konstruiert wurden. Noch schlimmer vielleicht, dass die meisten Mitglieder in diesen Kommissionen schon in der Vergangenheit Preise bekommen haben, Finanzierungen von Forschungsprojekten, Stipendiaten, Labors und so weiter. Und jetzt entscheiden sie über Produkte von diesem Konzern und erstellen Gutachten. Und das sei wissenschaftlich. Vielleicht noch schlimmer, dass bei jeder Sitzung mindestens 25 bis 30 Lobbyisten da hinter uns sitzen und genau hingucken, wie wir da uns benehmen, oder wie wir da reden, wie wir da argumentieren und wie wir letztendlich abstimmen. Und dass man dann auch eine tolle Geschichte da hat, wenn man da kritisch bleibt und versucht, unabhängig zu forschen, dass man da manche Projekte nicht mehr finanziert bekommt. Ist das bei Ihnen auch so an der Hochschule? Naja, dann komme ich später zu dem Neuen, was an der Universität UFFS so stattfindet. Das ist die einzige Hochschuleinrichtung Brasiliens, die von unten aufgebaut wird. Von unten heißt die Via Campesina, also der große Verein der Bauern weltweit, der größte überhaupt in der Welt, auf der Welt, zusammen mit der Föderation der südbrasilianischen Familienlandwirtschaft, das heißt FEDRAPSU, die zusammen haben seit mehreren Jahrzehnten an Regierungen den Antrag gestellt, sie wollten eine eigene staatliche Universität, in der nachhaltige Landwirtschaft das Schwerpunkt ist. Da wir in Brasilien die meisten Universitäten am Strand haben, in den Hauptstädten, gab es bisher noch keine nationale Universität in dem Gebiet, wo die meisten Kleinbauern sind und auch Landlose und Indianervölker. So gibt es jetzt diese Universität mit Schwerpunkt auf nachhaltige Landwirtschaft. Das ist nicht nur das einzige Merkmal, das uns unterscheidet von anderen Universitäten Brasiliens, national, sondern wichtig ist auch, dass die Bauernbewegungen, die erwähnten Bewegungen und auch anderen dazu, im Rat der Universität drin sitzen. Also im Universitätsrat auch bestimmen, welche Forschungen am wichtigsten sind für die Region. Entscheidender noch vielleicht, dass 100% unserer Professoren nur mit staatlichen öffentlichen Geldern bezahlt werden. Und dass es geschlossen ist, andere Jobs zu haben oder andere Finanzierungen zu haben, außer die, die durch öffentliche Einrichtungen stattfinden. Das ist schon mal ein toller Erfolg. Und auch vielleicht, dass fast alle Einrichtungen, die wir da haben, mit Umwelt zu tun haben, mit Landwirtschaft zu tun haben, mit erneuerbaren Energien zu tun haben, mit Lehrausbildung für das Land, also auf dem Land, das heißt Education do Campo für uns, öffentliches Gesundheitswesen, Ernährungswissenschaften. Also man könnte sagen, der Schwerpunkt liegt auf nachhaltige Landwirtschaft, die sich mit Energie und Ernährung beschäftigt und da auch den Bogen auf Gesundheit schlägt. Also wir haben da eine fachübergreifende oder eine netzwerkartige Konstruktion unserer 43 Studiengänge, damit wir auch keine agrarökologischen Fachidioten bilden, ne? Die sich nur zum Beispiel mit Umwelt beschäftigen, ohne zu erkennen, dass da auch eine soziale Dimension dahinter steckt. Eine wirtschaftliche Dimension, eine ethische Dimension. Sogar eine Wissenstheorie, die anders sein muss, als die, die wir in der sogenannten industrialisierten Landwirtschaft haben.
Diese Voraussetzung haben wir geschafft und das ist auch der Grund dazu, dass wir heute das einzige Beispiel in Brasilien sind für dieses neue Universitätsmodell, an dem auch meistens Töchter und Söhne der Bauern einen Studienplatz haben, in der die Quoten auch für Indianervölker eingehalten werden, für Schwarzen, das ist ja auch gesetzlich jetzt vorgegeben, und dass wir völlig integriert sind in diesen neuen Plan zur Förderung der Agrarökologie. Das ist jetzt im Oktober in Brasilien von der Präsidentin Dilma Rousseff auf dem Kampf der brasilianischen Landfrauenbewegung, Movimento de Mulheres Camponesas, entstanden. Der nationale Plan zur Förderung der Agrarökologie setzt auf 4 große Schwerpunkte. Das erste ist, ökologisch zu produzieren, damit man auch es schafft, nur für das Programm 0-100 zum Beispiel, das 23 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgt, da bessere Lebensmittel produzieren kann. Und das ist möglich. Und dass sie auch nochmal vor Ort aufgekauft werden, und das ist dann auch die zweite Dimension, das heißt die Vermarktung dieser Lebensmittel. Also man hat zunächst eine Unterstützung bei der Produktion, 8 Milliarden Reais, das sind etwa 3 Milliarden Euro, an Mikrokrediten an Kleinbauern, die bereit sind, sich umzustellen und ökologische Lebensmittel zu produzieren. Auf der anderen Seite kauft die Regierung selbst diese Nahrungsmittel auf für das Programm Null Hunger, um 23 Millionen hungernden Menschen zu versorgen. Auch an Kasernen, an Gefängnissen, an Schulen, an unserer Universität, auch alle Kantinen und Mensas, Restaurants, alles wird dann durch diese lokal gestaltete Lebensmittelproduktion dazu beitragen, dass wir es schaffen, vor Ort Lebensmittel zu produzieren, anstatt Soja zu exportieren zum Beispiel. Und die dritte große Aufgabe ist es, dass wir die Produktion auch verarbeiten, also dass wir auch teilweise die Rohstoffe, die wir produzieren, so verarbeiten, dass man einen höheren Wert schafft. Und das auch nochmal vor Ort. Also diese ganze Geschichte der kleinen Genossenschaften, die vor Ort unterstützt werden, um da kleinen Industrialisierungen von Lebensmitteln voranzutreiben. Und der vierte Faktor, der hat eigentlich mehr mit uns zu tun, das ist die Wissensentwicklung. Also sehr stark auf die Wissensentwicklung und die Ausbildung von, das wird jetzt erwartet, 200.000 Agrarwissenschaftler, die sind verlangt für das Programm Null Hunger in den nächsten Jahren. Und wir haben 4 Studiengänge ökologische Landwirtschaft bei uns eingerichtet, ein Masterprogramm ökologische Landwirtschaft und wir werden demnächst auch das erste Promotionsstudium in Agrarökologie entwickeln. Diese Erfahrung zeigt uns auch deutlich, dass wir innerhalb der Biosicherheitskommission eine Anerkennung haben. Wir haben derzeit 2 Mitglieder in der Biosicherheitskommission. Das heißt ja nicht, dass wir da die große Hoffnung haben, sondern das ist eher eine Anerkennung vom Ministerium für Agrarentwicklung. Die sagen, dass wir da vor Ort heute dafür sorgen, dass wir ein Beispiel entwickelt haben, in Bildung zu investieren, damit wir eine andere Vorgehensweise von Methoden den Bauern ermöglichen, sich nicht in diesen Gentechnik oder in diesen Methoden der sogenannten Industrialisierung Landwirtschaft festzubinden, dass man da Alternativen hat. Denn die entscheidende Frage ist ja, wie könnte es anders gehen? Könnte es auch anders sein, anstatt Soja zu produzieren und dann nochmal Gensoja. Ich weiß ja, dass es immer wieder Versuche gegeben hat, diese gentechnikfreie Schiene da nach Brasilien
zu entwickeln. Donau-Soja oder freie Soja heißt sie inzwischen in Brasilien. Es gab jetzt gerade dieses Donau-Soja-Kongress in Augsburg. Ich habe die Informationen jetzt von dem Verein der brasilianischen gentechnikfreie Produzenten, die behaupten, es gebe mindestens 16 Millionen Tonnen gentechnikfreie Soja aus Brasilien. Diese Soja stammt meistens aus dem Bundesstaat Mato Grosso. Das ist der größte Sojaproduzent Brasiliens derzeit. Ein Drittel der Sojaproduktion kommt aus diesem Bundesland. Und da sind die Großgrundbesitzer schon überzeugt, dass sie gentechnikfrei produzieren wollen. Während die Kleinbauern im Süden seit 10 Jahren eine Erfahrung gemacht haben, versucht haben, Großbauer zu werden, die Risiken getragen haben und jetzt gar nicht mehr rauskommen, weil sie keine Saatgutsorten mehr haben, außer die gentechnisch veränderten. In Mato Grosso war es immer noch möglich, weil die Sorten aus Argentinien, die eingeschmuggelt wurden früher, über die Grenze, so hat es ja begonnen, damals mit der gentechnisch veränderten Soja, dass diese Sorten in Mato Grosso nicht gedeihen konnten. So konnte man sich in Mato Grosso etwas freier halten von dieser Geschichte. So heißt es, die meisten gentechnikfreie Soja, die jetzt angeboten wird, wird von den Großbauern in Mato Grosso produziert. Inwieweit das jetzt ein Fortschritt ist und inwieweit es fortschrittlicher sein könnte, ist dann auch eine tolle Debatte. Ich weiß ja, dass auch in Europa versucht wird, andere Formen von Eiweiß hier einzuführen, dass man nicht diese ganzen Abhängigkeitsstrukturen hat. Und wir hatten schon mehrmals diskutiert, ob es überhaupt möglich wäre, nachhaltige Sojamärkte zwischen Brasilien und Europa aufzubauen. Vielleicht bei der Biosoja war es mal die Frage. Also auch bei der Biosoja, der sogenannten ökologischen Sojaproduktion, die mal im Süden Brasiliens stattgefunden hat, hat man wiederum festgestellt, dass nur wenn man diese Energieströme berechnen würde, also diese Umweltkosten, die externalisiert werden durch die Verschiffung von Soja, dann würden diese ganzen Vorteile, die man durch den Biosojaanbau vor Ort hat, an Einsparungen von Diesel, von Agrargiften oder diese ganzen schlimmen Sachen, die Energiekosten, ne? Dass man das alles nochmal kompensiert, wenn man diese Produktion nach Europa verschifft. Also es bleibt von der Umweltbilanz wenig übrig, Biosoja aus Brasilien zu importieren, auch wenn sie bio ist. Die Bauern da vor Ort, wie sie da bei diesen Berichten immer wieder erkennen, haben hier mit großen Problemen zu tun. Diese Sorten sind nicht nur nicht ertragreicher, sondern sie produzieren weniger als die herkömmliche. Diese gentechnisch veränderte Soja produziert 5-10% weniger pro Hektar. Warum das so ist, da muss man auch nochmal sich ein bisschen Zeit nehmen, um das zu verstehen. Das erste ist, dass die Spitzensorten Brasiliens, die auf dem Markt sind, dauern, bis sie herbizidresistent gemacht werden. Das heißt, dass die herkömmlichen weiterentwickelt werden und in dieser Zeit schon immer ein Vorsprung erreicht. Also im Vergleich werden die herkömmlichen Sorten immer ertragreicher bleiben und deswegen auch der Druck, dass die Zulassung schneller gehen soll, damit man diese Zeit verkürzen kann. Also mit gar keiner Studie mehr vielleicht. Der zweite Grund dafür ist auch sehr wichtig. Wir hatten ja mit sehr vielen Sorten zu tun, die gar nicht angepasst waren an die klimatischen Bedingungen. Das waren Sorten, die in den USA entwickelt wurden oder aus Argentinien angeschleppt wurden. Und die sind dann auch im Vergleich zu den herkömmlichen Spitzensorten Brasiliens nicht so rentabel. Und der dritte Grund, den auch ein technisches Problem zeigt, kennen Sie ja auch aus vielen Studien, die schon aus dem Jahr 86 bekannt wurden, dass die Knirschenbakterien, die an den Wurzeln von Hülsenfrüchten
dafür sorgen, dass die Stickstoff, dass der Stickstoff aus der Luft fixiert wird, dass die Knirpsenbakterien zerstört werden, wenn man mehr als 1 Liter Glyphosat pro Hektar spritzt. Also dann ist wieder dieses netzwerkartige Denken. Ne? Wenn man das zerstört, dann hat man wieder neue Probleme verursacht. Hier könnte man sagen, ja, kein Problem, man kann ja auch mineralisches Stickstoff nennen. Ne? Ja, kein Problem, nur wir geben jetzt eine Technik auf, die viel innovativer, kreativer, kostenlos ist, damit man weitergehend technikverwendeten Soja produziert, weil man da ja Glyphosat benutzt. Und Stickstoff hier ist sehr wichtig, weil bei der Entwicklungsphase, also während der Wachstumsphase, sehr viel Stickstoff gebraucht wird. Das heißt, dass man dadurch auch einen geringen Ertrag hat am Ende, wenn hier Stickstoff fehlt. Und auch weniger Eiweißbildung hat, wenn man weniger Stickstoff hat. Das heißt, diese Soja hat auch weniger Eiweiß. Dann ist es mir immer schwierig, hier einen Vorteil zu finden. Ne? Was gibt es dann an Vorteil an dieser Soja? Wenn man sagt, sie produziert weniger pro Hektar, sie hat höhere Betriebskosten nach den ersten 5 Jahren, wo dann die Betriebskosten geringer waren, so diese erste Phase, und dann hat man auch noch mehr Pestizideinsatz und man hat hier Soja, die weniger Eiweiß darstellt. Also was könnte noch der Vorteil sein? Da bleibt immer noch die Frage, warum tut ein Bauer sowas? Diese Frage ist immer schwer zu beantworten, obwohl ich jetzt ja sagen kann, die Großbauern, die das sich jetzt überlegen, ob es rentabel ist, die sagen, es sei nicht rentabel. Warum sollen dann die Kleinbauern es tun? Oder warum sollten in anderen Ländern die Bauern sowas tun, wenn die Erfahrung der 10-jährigen Sojaproduktion in Brasilien alle diese Hoffnungen, die immer wieder in den Medien stehen, widerlegt hat. Und dass der Mais, der hier zugelassen werden soll, schon weltweit zeigt, also es muss ja nicht genau den sein, wir haben mit BT-Pflanzen zu tun, dieselbe Technik. Vielleicht ist der 1507 jetzt was ganz Neues, ne? Müssen wir mal nachschauen. Denn alle der 18 Sorten, die wir in Brasilien zugelassen haben, produzieren ein Toxin, ein Giftstoff. Die ganze Zeit. Wir wissen gar nicht, wie viel. Es kann sein, dass es so viel ist, dass es in einem Jahr schon die Möglichkeit zur Resistenzbildung so erhöht, wie wir es in der ökologischen Landwirtschaft mit der Nutzung von Bacillus thuringiensis früher erst in 10, 20 Jahren gekannt haben. Und das Schlimme daran ist es ja, dass es die ganze Zeit da ist. Auch wenn es keinen Schädlingsbefall gibt. Also man hat die ganze Zeit diese Toxinproduktion. Und auch wenn es ein paar Raupen gibt, die da sind, die werden dann vernichtet und eine vielleicht in Tausenden oder in 2000 entwickelt durch Mutationen diese Resistenzen und dann ist es so schlimm, dass gerade die Lebenden sich reproduzieren. Die Toten ja nicht mehr. Und dann hat diese einzige Raupe die Chance, sich zu vermehren und dann haben wir dieses super Schädling. Das wird sicherlich auch mit dem Maiszünsler der Fall sein, obwohl Emamectin-Benzoat nach meiner kurzen Recherche in der Schweiz zum Beispiel zugelassen wurde. Ich habe mir genau mal hier überlegt, ob es in Europa einen Namen für eine Marke, ein Produkt gibt. Und ich habe den zum Beispiel mal gefunden auf der Homepage von Syngenta. Affirm heißt der. Also den gibt es. Es ist ein Produkt, das das Nervensystem beeinträchtigt. Deswegen ist es in Brasilien verboten. Das brasilianische Ministerium für Landwirtschaft hat es für den Import zugelassen, aber übernimmt nicht die Verantwortung für die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Also der Bauer, der das einsetzt, ist dann dafür verantwortlich. Und wir wissen, dass es ein sehr giftiger Stoff ist. Es agiert auf das Nervensystem. Und hier zum Beispiel würde es den Maiszinsler bekämpfen, also Ostrinia nubilalis. Komisch, ne?
dass man wieder dieses Produkt noch hat, denn eigentlich könnte man ja so bestimmte Themen halt alles kontrollieren. Oder? Warum hat man das Produkt überhaupt noch? Denn man sagt doch, durch BT-Mais würde man keine Pestizide mehr brauchen. Genau das ist der Fall. Man hat sich schon mal vorbereitet, glaube ich. Und es kann sein, dass wir auch in den nächsten Jahren in anderen Ländern mit demselben Problem zu tun haben, dass Emamectin-Benzoat auch nicht mehr wirkt. Dann haben wir vielleicht mit einem anderen Produkt zu tun, das dann sicherlich noch mal giftiger sein muss, um diese ganzen Widerstandsfähigkeiten von Insekten zu bekämpfen. Ich habe hier versucht, diese Gentechnik-Erfahrungen Brasiliens so deutlich zu präsentieren, dass vielleicht sehr viele Lücken hier noch bleiben, auch zur Diskussion. Ich weiß, dass hier viele Erfahrungen, die ich in Brasilien habe, auch in Argentinien zu sehen sind. Ich würde gerne etwas über Glyphosat aus Argentinien erzählen. Da gibt es den Professor Andrés Carrasco, der hat da sehr viel geforscht und gezeigt, wie schädlich Glyphosat ist. Denn es gibt ja immer wieder die Frage, es sei ja kein Gift oder es sei kein Gift, kein schlimmer Gift. Es sei vielleicht ein guter Gift, sagen manche Brasilianer. Man könnte ihn vielleicht trinken. Ich weiß, dass man ihn trinken kann, aber man sollte es ja nicht. Und dazu gibt es vielleicht eine ganz wichtige Erklärung, denn Glyphosat ist in der derzeitigen Debatte sehr stark in den Medien. Es gibt viele Länder, die versuchen, den Einsatz von Glyphosat zu verbieten. Es geht aber nicht nur um Glyphosat. Es geht auf besonders um Tallowamin und Polyxyphenylalkylamin, also diese beiden Zusatzstoffe, die es ermöglichen, dass überhaupt der Glyphosat fehlt. Also ich habe ja schon vorher gesagt, dass der Effekt von Glyphosat es ist, das Aminosäurestoffwechsel bei einer Pflanze zu hemmen. Das heißt, dass es von daher gesehen eigentlich den Insekten nichts schaden würde. Oder man würde sagen, es ist ja ein Gift für Pflanzen und nicht für Tiere und auch nicht gesundheitsschädlich für Menschen, so wird oft argumentiert. Es wird auch immer wieder argumentiert, dass es sich selbst abbauen würde im Wasser und Abwässer und im Boden. Also, dass es ein umweltfreundlicher Gift sei. Und das ist dann wichtig zu verstehen, dass diese Glyphosat gar nicht wirken kann, wenn man nicht ein Surfaktantprodukt dazu nimmt. Dieses Surfaktant-Effekt heißt, dass man die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduzieren muss. Und das schafft man entweder durch Tallowamin oder durch Polyxyphenylalkylamin, dieses POEA. Warum ist diese zweite Variante? Weil man in Europa schon mal festgestellt hat, dass Tallowamin sehr schädlich ist. Besonders für Tiere, die eine dünne Haut haben, also Frösche und Wasserorganismen, Fische und so weiter. Aber auch Menschen, also man hätte vielleicht viel mehr Probleme, sich in einem Fluss zu baden, wo Glyphosat drin ist, als wenn man ihn durch den Mund oder sowas nehmen würde. Es könnte schwieriger werden, also diese Eindringung in das menschliche, also in das Gewebe und was das im menschlichen Körper verursachen kann. Es wird ja auch sogar bei Kindern festgestellt, vor der Geburt schon, ne? Also es ist erstaunlich, wie man Glyphosat-Spuren finden kann in tierischen und menschlichen Gewebe. Also so ist es mit dem Tallowamin, das ist eigentlich das effizienteste Produkt gewesen, um die Wirkungen von Glyphosat zu steigern. In Brasilien wird immer wieder auf landwirtschaftlichen Messe damit geworben, dass man sagt, diese Formel von Roundup enthält jetzt mehr Tallowamin. Ohne sich da Gedanken zu machen, dass genau das Tallowamin das Schlimmste daran ist und nicht das Glyphosat. Weil Glyphosat hat man dann im Labor gemessen und festgestellt, es sei nicht so giftig wie andere Gifte.
Und das ist dann die Basis, um zu sagen, gentechnisch veränderte Pflanzen seien gesünder als die anderen, weil man auch die anderen Produkte spritzt, die vielleicht giftiger wären, vom Wirkstoff her gesehen. Dass man aber durch diese Surfaktantwirkung es schafft, dass das Glyphosat in die Pflanze eindringt, auch bei der Genpflanze, und dass das in der Pflanze drin bleibt, und dass man diese Pflanze ja füttert mit diesen Rückständen, die drin sind, die aufgenommen werden durch diese Wirkung, dieses Talovanins oder Polyethylenothylamin, ist dann auch das Wichtige. Denn die Rückstandsgrenze oder die... Das ist wieder aus. Und diese Möglichkeit, auf dem Körner oder in dem Körner diese Rückstände wieder festzustellen, ist dann auch einmalig für diese Art von Technik. Das hätten wir vielleicht nicht in so höherem Maße bei anderen Pestiziden, weil es ist ja auch vorgeschrieben, man sollte nicht mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen. Man macht das ja schon von vornherein falsch nach fachlicher Praxis, nach guter fachlicher Praxis. Das Zweite dabei ist, man setzt voraus, dass die gentechnisch veränderten Pflanzen mit weniger Betriebskosten verbunden seien. Das ist vielleicht die wichtigste Erklärung für die Bauern immer. Ich weiß ja nicht, wie viele Bauern hier sind. Es ist immer wichtig zu sehen, dass man in Brasilien feststellt, dass auch wenn es teurer wird, immer noch auf gentechnisch veränderten Pflanzen gesetzt wird, weil man sich wünscht, dass man dadurch besser die Probleme bekämpfen kann. Also man zahlt einen höheren Preis, um Unkraut bekämpfen zu können. Zum Beispiel bei Kleinbauern ist es auch die Frage, die entscheiden sich eher für gentechnisch veränderte Pflanzen, wenn man weiß, dass man dadurch nicht mehr hacken braucht. Also das ist ja eine der schlimmsten Aufgaben bei der Sojaproduktion unter der heiße Sonne Brasiliens, 40 Grad zu hacken. Und wenn man dann eine Technik entwickelt, um das zu kompensieren, erscheint das auch dann für den Kleinbauern als Vorteil. Also dieser Vorteil, der erwartet wird durch diese Technik, mit großen Kosten verbunden, heißt ja auch, dass er dann mehr arbeiten müsste oder mehr Belohnung der Arbeit bekommen müsste, um das zu kompensieren. Dies wäre ja nur möglich, wenn er dann eine Art der Produktion hat, in der mehr Wissen drinsteckt. Also man müsste ja davon ausgehen, dass die Arbeit, die mehr belohnt wird, mit mehr Wissen zu tun hat. Und hier ist es genau der Gegenfall. Hier hat man mit einer Produktion zu tun, die weniger Wissen erfordert von Seiten des Bauers. Was da an mehr Wissen drinsteckt, zahlt man an Monsanto, an Syngenta und alle anderen, die dieses Paket ja verkaufen mit Lizenzgebühren. Also der Bauer gibt es auf, Bauer zu sein, als Mensch, der sehr viel Wissen hat, weil sein Wissen da gar keine große Rolle mehr spielt. Und eigentlich denkt ein Bauer ja in eine netzwerkartige Weise, das ist auch ganz wichtig. Also kombiniert tierische Produktion mit pflanzlichen Arten, kombiniert eine diversifizierte Art der Produktion mit verschiedenen Produktionsfaktoren. Dieses alles wird man aufgeben, und ich habe es mal zusammengefasst, indem man einen Bauer in einen Traktorfahrer umwandelt. Also er wird jetzt nur mit Pestiziden spritzen und glaubt, dass diese Art des Arbeitens mehr belohnt wird, damit er dadurch ja diese hohen Kosten zahlen kann und dann nochmal die geringen Erträge kompensieren will. Weil auf eine Erweiterung der Produktionsfläche kann er ja nicht setzen. Also alle Bauern können es sowieso nicht. Ne? Denn Land ist eine begrenzte Ressource, dann muss ja... Der Holzwald, ja. Aber da ist auch nicht der geeignete Boden von Brasilien, da haben wir noch geringere Erträge. So wäre ja keine große Lösung. Diese Erkenntnis, dass man mehr Wissen braucht, um nachhaltige produzieren zu können, bringt uns auch wieder auf die Frage, wir müssten ja mehr Bildungseinrichtungen haben, mehr Wissenschaftsentwicklung haben, in der die Bauern weiter Wissen entwickeln können,
das dann wiederum eine spezialisiertere Art der Landwirtschaft heißt, besser mit der Natur umzugehen und diese Art von Landwirtschaft mehr belohnt wird. Das wäre ja eigentlich der Ausweg. Einen anderen Ausweg ist da sehr schwierig, denn man weiß ja, dass Produkte, die mit mehr Wissen verbunden sind, mehr wert sind. Und wenn wir gentechnisch veränderte Pflanzen nennen, dann haben wir mit Produkten zu tun, die weniger wert sind, von der Wissensentwicklung her. Also sie basieren mindestens auf einer Entwicklung, die vor 2 Jahrzehnten zurückliegt. Das ist die Entwicklung, die dachte, man könnte die Landwirtschaft so durchindustrialisieren, dass die Bauern sich auf eine Art von Produkten spezialisieren und es schaffen würden, durch diese spezialisierte Produktion so viel Einkommen zu erreichen, dass sie alles andere kaufen können, was sie nicht mehr produzieren. Diese Art des Denkens, was ja dann auch zur Integration oder völlige Integration in die Marktwirtschaft führt, heißt, dass der Bauer dann mit den anderen Bauern konkurrieren muss. Und in dem Gedanken, in dem er konkurrieren muss, ist vielleicht wieder die Gentechnik in dieser Denkweise ein Ausweg, ein falscher Ausweg. Denn er führt ja zur eigenen Arbeitslosigkeit. Und das ist vielleicht nochmal ganz kompliziert zu verstehen, dass vielleicht nur in der Landwirtschaft ein Mensch, der sich selbst arbeitslos macht, durch die Entscheidung, so eine Technik einzuführen, sich freut, dass er selbst arbeitslos ist. Indem er mehr Zeit von Nichtarbeit schafft. Und diese Zeit von weniger, also von mehr Nichtarbeit, indem die Produktionszeit sich nicht verringert, was der Fall bei der Industrie ist, weil wir in der Landwirtschaft von den natürlichen Bedingungen abhängen, heißt, dass man jetzt nicht mehr einen Arbeitsplatz in dieser Zeit hat. Was heißt das dann? Man hört auf, Bauer zu sein. Und vielleicht ist das eine der wichtigsten Fragen, weil wir wissen ja, dass nur eine bäuerliche Landwirtschaft, und das sage jetzt nicht ich, sondern der Weltagrarbericht oder die Welternährungsorganisation FAO, und im nächsten Jahr wird ja das Jahr der bäuerlichen Familienlandwirtschaft sein, die betonen immer wieder, dass nur eine bäuerliche Landwirtschaft in der Lage sei, die Menschheit auch in der Zukunft zu ernähren. Also die Erhaltung dieser Art von Landwirtschaft, die mit sehr viel Wissen verbunden ist, ist entscheidend, damit wir als Menschheit weiterleben können. Und die Zerstörung dieser Art von Landwirtschaft ist weltweit im Gange. Die fängt schon damit an, dass es dem Bauer nicht mehr ermöglicht ist, nachzubauen. Also nach einer Ernte muss er wieder das Saatgut kaufen. Mit dem Saatgut wird schon bestimmt, welche Produktionsmittel er einführen muss. Und dann sind auch schon die Produktionskosten bestimmt. So muss er schon wieder auf höhere Erträge setzen und da gibt es ja auch wieder Grenzen. Und wenn dann die Natur nochmal eingreift, das ist auch wichtig, alle brasilianischen Projektionen von Ernten, die gehen immer von 15-20% mehr aus, als das, was sie am Ende tatsächlich feststellen. Also die Projektionen sind immer höher, als das, was tatsächlich zutrifft. Das ist die Art des wissenschaftlichen Prognostizierens im Agrarbereich. Am Ende stellt man immer wieder fest, die Ernte war 20-15% geringer, als das, was projiziert wurde. Was heißt das denn? Dann muss man die Produktionsfläche erweitern. Das ist dann die einzige Chance. Das findet in Brasilien derzeit statt. Wir hatten trotz aller Programme dieser Regierung, die so fortschrittlich sind wie noch nie vorher, eine der größten Landflüchte unserer Geschichte. Wie kann das nur? Denn wir haben so viele Mikrokredite an Bauern, wie wir noch nie hatten. Wir haben so viele neue Möglichkeiten, auch Bauern aus der Marktwirtschaft herauszuziehen mit diesen Aufkaufprogrammen von Regierungen.
Das heißt ja, wäre das nicht, dann wäre es noch schlimmer. Ne? Aber trotz allem, was diese Regierung geleistet hat, ist die entscheidende Frage immer noch, was ist dann die Priorität dieser Regierung? Die Priorität dieser Regierung ist nach wie vor Agrarexporte und die Unterstützung von Großbauern. Großbauern bei uns heißt es 2500 Hektar und mehr. Kleinbauer heißt bis 100 Hektar und inzwischen gibt es noch einen mittelständigen Bauer. Also die Großbauern sind völlig unrentabel. Sie zerstören die Umwelt. Es sind eigentlich Investoren, die gar nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Meistens haben sie auch Investitionen in die Industrie. Und wenn etwas schief geht in der Landwirtschaft, investieren sie irgendwo anders. Diese Art von Landwirtschaft bekommt im Vergleich zur bäuerlichen Landwirtschaft von jeder 10 Reais sind 9 an diesen großen Bauern vergeben worden und 10, also 9 und 1, also 10% der Hilfen gehen an Kleinbauern. Und 90% gehen an diese sogenannten Großbauern. Warum das dann so ist? Seit 500 Jahren beherrschen Großgrundbesitzer die brasilianische Agrarpolitik. Auch unter dieser Regierung und auch der vorherigen. Das ist eine große Koalition, nicht nur von Parteien gesehen, sondern von Interessen, die immer noch dieselben sind. Und diese Großbauern, die eigentlich nur 3,35% der Bauern sind, sie besitzen 61% der Fläche. Und dies zu ändern, hat diese Regierung nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen wird, weil in diesem präsidialen System haben die Großgrundbesitzer die meisten Parlamentarier. Und die bestimmen eigentlich die Regierung, obwohl sie so widersprüchlich dargestellt werden kann. Ich habe ja hier vom Ministerium für Agrarentwicklung gesprochen, das ist das sogenannte Ministerium für die Kleinbauern, oder das Ministerium für Landwirtschaft, das Ministerium für die Großbauern, was schon immer. Nicht nur auf Regierungsebene ist das so, dass man jetzt im Parlament eine Mehrheit an Interessensvertreter hat, die eigentlich die Interessen einer Minderheit widerspiegeln. Das ist für mich immer so eine entscheidende Frage der Demokratie. Wie kann es, dass in der Demokratie oder in der repräsentativen Demokratie eine Minderheit in den Parlamenten eine Mehrheit erreicht? Und auch wenn wir Landesregierungen oder Bundesregierungen haben, die einen anderen Kurs gehen, gibt es immer noch eine mehrheitliche Opposition an Repräsentanten, die eine Minderheit in der Gesellschaft darstellen. Das wäre nicht so schlimm, wenn wir das Bild nicht auch bei anderen Organisationen noch so hätten. Das heißt ja, auch beim Vorstand der meisten Genossenschaften bei uns sind es Großbauern an dem Vorstand, die von den meisten Kleinbauern gewählt werden. Also dann haben wir dasselbe Bild. Und wir hätten dasselbe Bild auch vielleicht in der Wissenschaft. Da erkenne ich ja auch diese Spannung innerhalb der Biosicherheitskommission. Wie kann es sein, dass die Mehrheit der Mitglieder dieser Biosicherheitskommission sich nicht um Biosicherheit kümmern? Die kümmern sich um Zulassungen von Technik, die sie selbst entwickeln oder an der sie selbst Interesse haben. Und die wichtigste Aufgabe dieser Kommission ist es, Zulassungen nur zu Zulassungen zu kommen, wenn es gesichert ist, dass abgesichert ist, dass man keine Auswirkungen auf die Umwelt hat und auf menschliche Gesundheit. Diese beiden Bereiche, Gesundheit und Umwelt, spielen bei den meisten Wissenschaftlern gar keine Rolle. Also dann sind auch diese Kommissionen, bei denen man so viel Vertrauen hat oder immer noch hat, von Repräsentanten der Wissenschaft besetzt, die gerade das Gegenteil von dem tun, was eigentlich die Aufgabe dieser Kommission ist.
Also dass das alles so umgedreht ist. Und dann stelle ich mir die Frage, ob das nur in Brasilien so ist. Ich stelle mir da die Frage, weil ich ja immer wieder von der EFSA höre oder von anderen Kommissionen, von Wissenschaftlern, es soll jetzt in Brasilien noch eine neue Kommission eingerichtet werden, die ist ganz neu. Das ist die Kommission zur Zulassung von Agrargifte. Es soll jetzt nicht mehr die zuständige Behörde im Bundesministerium für Landwirtschaft sein, die sich mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt verbindet, sondern ein paar Wissenschaftler, die für die Zulassung sind, werden jetzt bestimmen, welche Agrargiften zugelassen sind, damit es schneller geht. Das ist das Argument. Damit man schnellere, bisher nicht zugelassenen Agrargiften wieder auf den Markt bringt. Also das ist für mich auch schon mal ein demokratisches Problem. Und ich habe sehr viel Hoffnung an Wissenschaft und an Bildung, aber insgesamt geht die Richtung in eine ganz andere Position. Also man könnte noch hier ein schlimmeres Argument dazu bringen. Viele Wissenschaftler sind ja immer noch nicht zufrieden, dass wir nicht dieses Terminator-Gen heute benutzen können, dass er bereit ist, für alle Pflanzen der Welt es so zu ermöglichen, dass es beim nächsten Mal unmöglich ist, das Saatgut wieder nachzubauen. Also Saatgut zu sterilisieren. Wir haben es vor kurzem verhindert in Brasilien, dass es einmalig auf der Welt erlaubt wäre, diese Technik zu nutzen. Es ist eine Pflanze aus den USA, Saponaria officinalis, die man festgestellt hat, dass es da ein Gen, ein Genkonstrukt da gibt, das man nutzen kann, um in alle anderen Lebewesen einzubauen, sodass man es verhindert, dass man das Saatgut im nächsten Jahr wieder aussehen kann. Das ist die Absicherung der Lizenzgebühr. Auf der anderen Seite kommt es mit dem schönen, unfreundlichen Argument, man könnte dadurch die Kontamination verhindern, die man ja schon seit 20 Jahren stimuliert hat. Also das ist jetzt auch eine ganz aktuelle Debatte, vielleicht kommt das auch nach Europa, vielleicht ist es auch so weit in anderen Ländern. Bei uns ist es wieder die Diskussion. Es gibt ein UNO-Moratorium, man sollte diese Technik nicht anwenden, aber im Rahmen der Biosicherheitskommission will man auch, dass man dies zulässt. Also das sind so die Neuigkeiten aus Brasilien. Ich sage mal aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich in der Biosicherheitskommission drin bin und weil ich an der Leitung einer neuen Universität bin, weil ich eine Doktorarbeit über Gensoja geschrieben hatte und feststellen konnte, dass auch bei der Gentechnik es ähnlich ist wie bei einer anderen Technikentwicklung. Man glaubt an Technik und so stark, dass man es ausschließen will, dass manche Arten von Technik gar nicht funktionieren. Man geht davon aus, dass jede Art von Technik eine Innovation sei. Und ich gehe davon aus, dass die Gentechnik ein Rückschritt ist. Und dass die Agrarökologie oder eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft eigentlich die Innovation ist. Und dass eine Innovation es heißt, etwas Neues zu haben, das besser ist, für mehr Lebensqualität sorgen kann, mehr Probleme löst als auslöst, dass man mit der Natur umgehen kann, damit die nächsten Generationen auch noch leben können und vielleicht besser als wir, denn wir leben ja besser, weil andere vor uns es ermöglicht haben, dass wir so leben können. Und dann ist es auch eine ethische Frage bei der Wissenschaftsentwicklung, dass die Gesellschaft es nicht zulässt, dass alles bei dem Umsatz, also beim Einsatz, bei der Umsetzung von Wissenschaft erlaubt wird. Das heißt nicht, dass da nicht geforscht werden soll. Aber die Erkenntnis der DNS, dass Genkonstrukte in einer Reihenfolge funktioniert, aber auch
netzwerkartig und nicht isolierbar, das hätten wir anders nutzen können als Wissenschaftler. Wir hätten dadurch viel schneller Pflanzen und andere Tierarten entwickeln können als vor dieser Erkenntnis. Denn jetzt wissen wir, in welche Sorten welche Eigenschaften drin sind, so könnten wir viel gezielter und viel erfolgreicher diese Eigenschaften nutzen. Leider haben wir diese Genkonstrukten ausgeschnitten und wieder eingebaut und gedacht, das sei der Fortschritt, anstatt die Erkenntnis der DNS zu nutzen, zum Gunsten der Landwirtschaft, zugunsten der Menschheit und zugunsten der eigenen Wissenschaft. Denn wenn alle gentechnisch veränderten Sorten mal auf dem Markt wären und alle anderen Sorten der normalen Pflanzenzüchtung verseucht sind, dann haben wir kein Zurück mehr. Anders als in der Natur. Alle Mutationen, die in der Natur stattgefunden haben und auch manchmal artübergreifend funktioniert haben, das hat es gegeben, die haben sich nur durchgesetzt, indem sie anpassungsfähig waren. Jetzt haben wir Mutationen selbst durch den Menschen ins Leben gesetzt, die es andersrum schaffen. Das heißt, die weniger anpassungsfähige Sorten kontaminieren die anpassungsfähigsten, die wir hatten. Und dann haben wir gerade die Probleme, die wir durch die normale Pflanzenzüchtung schon teilweise erledigt haben. Zum Beispiel, wie kann man mit Unkräutern in Brasilien anders umgehen als derzeit? In den 80er Jahren haben wir eine Methode erkannt, die sogenannte Allelopathie, und festgestellt, dass Pflanzen mit anderen Pflanzen gleichzeitig gut leben können. Und festgestellt, welche Pflanzen welche gute Wirkungen haben oder positive Auswirkungen auf anderen haben und welche negativen Auswirkungen haben. So konnten wir schon mal Sorten kombinieren, und aus diesen Erkenntnissen haben wir festgestellt, dass es sogar biochemische Stoffe gibt, die die Keimung oder die Keimfähigkeit bestimmter Unkräuter bis zu 80% verhindern. Und das sind doch kostenlosen Herbiziden. Nur wir wollten ja 100%. Wir wollten ja alles vernichten. Wir wollten ja mit Giften das alles schneller machen. Und uns gestellt wurde, dass in dieser riesigen Vielfalt Brasiliens die Monokulturen etwas Schlaueres wären, als mit diesen ganzen Artenvielfalt umzugehen, wo alle Lösungen drin sind. Und diese Erkenntnisse könnten wir wieder gebrauchen, wenn wir in Richtung ökologischer Landwirtschaft gehen. Also diese Erkenntnisse werden auch jetzt bei uns sehr ernst aufgenommen von Wissenschaftlern, die zu uns kommen. Ich versuche bei dieser Reise jetzt auch Kontakte zu knüpfen zu Universitäten und dann Schulen und Hochschulen, die für uns wichtig sind. Zum Beispiel in Cordoba in Spanien haben wir einen sehr großen Schwerpunkt auf Agrarökologie. Kassel-Witzenhausen in Deutschland versuchen wir auch zu kooperieren. Alle Universitäten der Welt, wo es da Fortschritte gibt, Innovationen gibt, sollten wir nutzen, damit wir uns auch vernetzen. Vielleicht ist das auch wieder die Chance. Man kann hier nur aus dieser Falle heraus oder aus dieser, wie sagt man, dieser Sackgasse herauskommen, wenn man das Netzwerkartige entdeckt. Also gentechnikfreie Regionen ist ja auch etwas Netzwerkartiges. Diese Kooperation zwischen Wissenschaftlern weltweit ist auch etwas Netzwerkartiges. Diese Kommunikation zwischen Bauern weltweit ist auch etwas Netzwerkartiges. Und die Natur funktioniert ja genauso. Das erkannt zu haben
und als Alternative weiterzuentwickeln, ist unsere große Herausforderung. Und ich freue mich auf die Diskussion, denn ich sollte nur 1,5 Stunden reden. Vielen Dank. So, ich denke, das war jetzt wirklich geballt und sehr offen, was man sehr selten erlebt bei diesem Thema, muss man wirklich sagen. Und ich denke, es ist jetzt angebracht, mal 10 Minuten Pause zu machen. Und 5 Minuten, wie viel haben wir denn? 10 Minuten. Also machen wir 5 Minuten kurz Pause, damit jeder mal schnell Luft holen muss, holen kann. Und ich denke, man muss sich hier wirklich fragen, wer hier das Entwicklungsland ist, Brasilien oder Deutschland. Also bis in 5 Minuten sehen wir uns hier wieder und dann geht es weiter mit der Diskussion.